Ja, Jutta, erklärst du uns bitte noch, was genau versteht man eigentlich unter der Feldenkreismethode? Ja, da könnt ihr jetzt stundenlang reden, aber ich versuche mir mal kurz zu halten. Also, was uns Menschen auszeichnet und abhebt von allen anderen Kreaturen auf diesem Planeten, das ist die Fähigkeit, dass wir Bewusstheit entwickeln in unserem Leben. Bewusstheit heißt, dass ich weiß, was ich tue. Und wenn man, so wie ich als Physiotherapeutin, mit Bewegung arbeitet, dann merkt man ziemlich schnell, wie unbewusst Bewegung im Alltag eigentlich ist und dass ich oft gar nicht weiß, wie ich was mache. Und da hat mir die Feldenkreismethode dazu gebracht, Möglichkeiten zu finden, mir selbstbewusster zu werden, was ich tue und auch Menschen zu helfen, ihnen ihre Gewohnheiten bewusst zu machen. Weil unsere Gewohnheiten, die stehen uns oft im Weg, wenn es darum geht, besser zu werden. Und das klingt alles sehr banal, aber der Moshe Feldenkreis, der hat diesen Spruch geprägt: Wenn du weißt, was du tust, kannst du machen, was du willst. Und da geht es darum, diese Zusammenhänge zwischen Denken, Fühlen, Empfinden, Wahrnehmen und Bewegen erlebbar zu machen. Und das fasziniert mich. Super, danke dir für was, Jutta.